Na, habt ihr es durchgelesen? Okay. Das habe ich mir notiert. Hier unten könnte was weiß ich leben. Heldentaten sind nur etwas für Hollywood-Stars und Märchenerzähler. Ich riskiere doch nicht mein Leben. Sollte ich hier unten auf irgendwas treffen, dann werde ich in meinem Kampf keine Sekunde überstehen. Vorsicht und heimliches Schleichen sind meine beiden einzigen Trümpfe, die ich in der Hand halte. Falls irgendjemand oder irgendwas auf mich aufmerksam wird, sollte ich mich wohl besser verstecken und abwarten, bis die Luft wieder rein ist. Riechen mit Control links ermöglicht mir, mich gut in den Schatten verborgen zu halten. An dem blauen Schimmer, der mein Gesichtsfeld erhält, erkenne ich, dass ich nicht gesehen werden kann. Außerdem darf ich keine Geräusche machen und sollte wohl auch besser jegliche Lichtquellen verbergen, die ich bei mir trage. Alles klar, das wird wieder so ein Spiel sein, welches vermutlich jetzt mal keine keine Kampftechnik verwendet, sondern vermutlich die Hasenfußtechnik, also schleichen und verschwinden und ausharren verwendet. Das wäre zwar ein bisschen schade, weil ich bei Horrorspielen eigentlich ein Kampfsystem immer als sehr willkommen erachte. Weil ich den Scheißviecher gerne in den Arsch treten will. Kann man nicht ausleben. Okay. Okay, in diesem Raum scheinen wir alleine zu sein. Fackel? Vermutete Holzregal, die Feuchtigkeit muss wohl von diesem Raum oben. Die Feuchtigkeit muss wohl von diesem dort oben Gitter stammen. alles klar. Der ganze Raum schwitzt förmlich. Licht, ich vermisse es jetzt schon, unter freiem Himmel zu wandern. Dieser Ort setzt mir arg zu. Doch selbst wenn ich dieses Gitter reichen könnte, es ist tief in dem Felsen eingelassen. Keine Chance, es zu lösen. Tja, dann werden wir wohl hier unten bleiben. Okay, wir brauchen... Für die Truhe brauchen wir einen Schlüssel. Vielleicht haben wir Glück und finden den hier. So, Nils. Ja. Medikamente, alles klar. Die Notration wollte er nicht essen, weil das war abgelaufen, aber abgelaufene Medikamente nehmen wir trotzdem mit. Fleisch. Dörrfleisch. Gutes Dörrfleisch. Noch mehr Dörrfleisch. Oh. So. Dörrfleisch gut. Jetzt noch unten. Da ist nichts drin. Mein Abschiedsbrief kann ich auch nicht schreiben. Aber man kann wirklich alles anheben und interagieren. Das ist cool in dem Spiel. Das ist wirklich cool gemacht. Weil ich kenne genug Spiele, bei denen ist das ganze Inventur eigentlich immer nur Deko und das. Verstehe ich nicht, das verstehe ich manchmal wirklich nicht. Bakstrin. Wir haben eine Flasche Bakstrin gefunden. Oh. Ja gut, okay, ich lese vor. 15. August 1945, Kommandozentrale, wöchentlicher Bericht. Eine weitere unbemerkenswerte Woche in Grönland. Reguläre Schiffslieferungen mit Vorräten erhalten, Standardgemessen, Notfallübungen durchgeführt, Routineüberprüfung des Rollfeldes abgeschlossen. Aufgrund
erhöhten Schneefalls habe ich die Wartungsmannschaft dazu aufgefordert, die Überprüfung künftig zweimal pro Woche durchzusetzen. Ein Verletzter. Der verletzte Soldat soll der Zentrale in London kein Kopfzerbrechen bereiten, während die Deutschen ihre Frontlinie um knapp 4000 Meilen vorverlegt haben, fertigen zwei meiner Männer in unserer Werkstatt Sprengsätze an und sprengten sich dabei einige Finger weg. Für diesen Vorfall übernehme ich eine Teilverantwortung. Ich hatte ihnen keinen Zugang zu den betreffenden Fachliteratur gewähren sollen, die wir in unserem Langraum aufbewahren und in der die Herstellung von Sprengsätzen beschrieben wird. Als Vorsichtsmaßnahme verwahre ich nur das Handbuch in einer Truhe in meinem Büro, sicher verschlossen und trage den Schlüssel immer bei mir. Unnötig zu erwähnen, dass beide Männer ein Disziplinarverfahren erwartet. Der verletzte Soldat wurde mittlerweile für eine weitere medizinische Behandlung nach Hause geschickt und ich kann mir nicht helfen, aber eine sinnvolle Bestrafung wäre gewesen, ihn weiterhin hier in der Einöde zu behalten. Diese Einrichtung hier ist derart abgelegen. Ich schätze, der Krieg könnte enden und wir würden es nicht einmal erfahren. Bestellungsanforderung Dynamit für weitere Ausgaben und 7 Bajonette in meinem Augen nicht notwendig, aber die Vorstellungen besagen, immer einen vollständigen Satz in Reserve zu haben, ein Eispickel, um das verdammte Eis zu entfernen, das sich ständig an der äußeren Luke bildet, eine Lesebrille Kategorie 7C, dies ist für die eigene Verwendung bestimmt, meine Brille ist in einem... Oh Gott, jetzt habe ich gegen das Mikro gehustet. Sorry. Und muss ersetzt werden. Die Instandsetzung der Mine schreitet gut voran, das Tragwerk wird derzeit weiter abgesichert und vor potenziellen Beschädigungen durch Bombardement geschützt zu sein. Die Freilegung der eingestürzten Bereiche dieser Mine wird ebenfalls vorgesetzt. Wir machten hierbei einen interessanten archäologischen Fund. Ein seltsames Artefakt, das im Erdreich verborgen war und von einem unserer Arbeiter entdeckt wurde. Ich werde mir das Ding heute Abend einmal genauer ansehen. Es wirkt von Menschenhand geschaffen und könnte ein Geräusch nachzuurteilen im Inneren bewegliche Teile enthalten. Ich werde die Frontabdeckung entfernen und überprüfen, wodurch diese Lichtschein hervorgerufen wird, der aus dem Artefakt dringt. Unteroffizier M. Major. Oh, das ist ein schöner Name für einen Unteroffizier. So, das hier ist übrigens. Gehen wir weg hier. Das hier ist übrigens auch euer Speicherpunkt. Wenn ihr den anklickt, dann wird euer derzeit gespielter Status gespeichert. Ein alter Mann, der etwas Unkenntliches in den Händen hält. Er wirkt fremdartig und doch ist er kein Fremder, obwohl ich ihn nie zuvor gesehen hatte. So weiß ich doch, dass dies Howard ist, mein Vater. Okay. Howard, das... Oh, der Schlüssel wird vermutlich für die Truhe sein. Okay, Kopenhagen Post, Montag, 17. August 1930, natürlich Psychopharmaka in der Todesmine. Forscher der Universität von Kopenhagen haben zur Vermutung geäußert, dass bewusstseinsverändernde Chemikalien, die sich am Felsgestein ablagerten, die Ursache für die zahlreichen Selbstmorde in einer Mine in Grönland sein könnten. Die Universität, welche sich erst kürzlich durch eine Reihe revolutionärer Aufzeichnungen zeigte, ein erstes Interesse an den Arbeitern der nordwestlichen Bleimine im letzten Jahr. Stein des Anstoßes war die auffällig hohe Selbstmordrate in den grönländischen Bevölkerung innerhalb der letzten 100 Jahre, die sich auf 46 Selbstmorde pro 100.000 Einwohner beläuft. Verglichen mit Durchschnittswert von 29 Selbstmorden pro 100.000 Einwohner scheint dies alarmierend. Experten diagnostizieren bei vielen der Minenarbeiten paranoide Schizophrenie im Frühstadium. Die in den Felsen abgelagerte Lysergsäure, deren halluzinogene Wirkung erst kürzlich bestätigt wurde, könnte die Ursache für das ungewöhnliche Verhalten der Arbeiter sein. Zu den Vorfällen wollten sich nur wenige Einwohner äußern, einige der Befragten hatten jedoch ihre eigene Erklärung parat. Wesenheiten, die von den Inuit als Turnguide, okay, bezeichnet werden und in den Bergen leben, hätten Besitz von den Arbeitern ergriffen. Die Universität führt derweil weitere chemische Untersuchungen durch. Weitere Ergebnisse werden demnächst erwartet.
Okay, wir scheinen uns hier in einer Mine aufzuhalten, die uns vermutlich nicht so gut bekommen wird. Vor allem sind die Aufzeichnungen ziemlich alt hier. Scheint ja noch aus dem Zweiten Weltkrieg zu sein. Und wir sind hier knapp nach der 2000er-Wende runtergekommen. Also es kann sein, dass hier schon seit sehr langer Zeit keiner mehr war. Oh, da ist was noch drin. Neue Batterien für alles. Für meine Taschenlampe. So, wir nehmen den Schlüssel. So, jetzt. Ach, da, eben so mühsam, wenn es so dunkel ist im Raum, ich kann da nichts erkennen. So. Das große Buch der Sprengstoffe, erschienen 1923. Ah ja, okay, das werde ich jetzt nicht vorlesen. Das ist eine Anleitung, wie man Sprengstoff herstellt. Ich kann mir jetzt mal vorstellen, dass ich das ganze Zeug suchen muss und mir dann irgendwann im Verlauf des Spiels einen eigenen Sprengsatz bauen muss. Also im MacGyver-Stil, um irgendeine Aufgabe zu lösen, keine Ahnung. Ich werde es ja sehen. So, der Stuhl wieder weggeschmissen. So viel Geschichte steckt in diesem Ort. Von Menschen zu Papier gebracht, das hier nur verrottet. Wir gehen mal hier raus. Was ich so lustig finde, da ist was. Ich muss jetzt ganz leise sein. In meinem Leben hatte ich eine solche Angst. Ich muss jetzt noch mein Herz rasen hören. Ah, den Rest konnte ich nicht lesen, weil ich so nervös war. Wo ist das Ding denn hin? Es gibt kein Kampfsystem. Man kann also nur verlieren. Es ist ein Hund. Da vorne ist es. Müsste es gleich hier durchkommen. Ach du Scheiße, ja, das ist ein Hund, der zwar ziemlich kaputt aussieht. Okay. Ah, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich weiß es wirklich nicht. Ah, das ist der Workshop. Okay, der Workshop ist verschlossen. Das Scheißvieh ist links von mir. Storage Room. Okay. Da komme ich ja her, da war ich ja schon. Der Workshop.
Office, da war ich ja auch schon. Der Workshop war ja verschlossen. Wo muss ich denn da hin? Exit. Explosive. Ja, warte. Okay, in den Storage-Raum komme ich nicht hin. Also versuche ich es mal zu den Explosives zu kommen. Also eigentlich geradeaus bei der 8. Alles klar. Hä? Ja, da komme ich auch nicht rein. Ja, sollen wir das Ding mal werfen und gegen den Scheißhund kämpfen? Nö, da war ich noch nicht drin. Die Darstellung meiner Vater, aber ich kann nicht erkennen, wie sie sein. Ich höre irgendwer atmen, keuchen. Scheint es irgendwelche Ameisen zu geben, die mich traurig machen. Ich brauche Licht. Ich brauche nur noch Benzin für das Feuerzeug. Das hier ist eine Falltür, aber ich erkenne nicht, wo sie ist. Das hier sind heiße Gase, da werde ich sterben. Ach, das ist sowas wie eine. Sowas wie auch hier ein Art kleines Tutorial, damit man weiß, was auf einen zukommt. Hier ist zu. Hier ist offen. Da unten ist eine Falltür. Ach so. Ah, ja, ich habe sie gesehen. Okay, ich habe sie gesehen. Hey, ihr dürft das nicht falsch verstehen. Das ist für mich ein absoluter... Oh, das ist auch für mich nicht einfach, dieses Spiel. Weil ich mich nicht gespoilert habe. Ich weiß nicht, um was es geht. Ich weiß nicht, ich habe... absolut keine Hilfen angesehen. Weil ich will mich ja gruseln, ich will mich nicht vorbereiten, dass irgendwas passieren wird.